es gibt wirklich keinen typischen Werdegang. Die Leute, die tollen Leute kommen von der Uni oder auch nicht von der Uni. Die kommen eigentlich überall her. Mein Name ist Philipp Stölzel. Ich bin der Regisseur von Ich war noch niemals in New York. Bin von Beruf Filmregisseur und Opernregisseur und Theaterregisseur und Bühnenbildner. Also ich mache eine Menge verschiedene Sachen. Hier in diesem schönen Film konnte ich eigentlich all das, was mich so interessiert und begeistert, mal in einem Projekt ausleben. Talent sucht sich so seinen Weg. Also ich habe auch so ein paar junge Leute, die ich auch ein bisschen begleite, doch ihr Filmerleben oder zum Filmerleben hin. So. Da ist eine Menge so Instinkt und Kunstwillen und Fleiß und auch Glück immer dabei. Bei mir selber geht es total verschlungen. Ich habe als ganz, ganz junger Mensch am Theater angefangen zu arbeiten. Ich bin eigentlich gelernter Bühnen- und Kostümbildner. Ich habe dann in meinen 20ern das auch ausgeübt, den Beruf, und bin so zusammen mit diversen Regisseuren durch Deutschland getingelt und habe in großen und kleinen Theatern gearbeitet und habe das dann irgendwann eigentlich so ein bisschen aus einem Gefühl, das kann es noch nicht gewesen sein, das ganze Leben so an den Nagel gehängt, vorübergehend, wie sich später herausstellen sollte. Und habe mit Musikvideos angefangen. Das waren die 90er Jahre, wo Viva auf den Markt kam und MTV groß war und auf jeder Party im Hintergrund irgendwie die Leute über den neuen Video von Nine Inch Nails gesprochen haben. So, das war so die große Zeit. Die Plattenfirmen waren unglaublich reich, weil sie ihren gesamten Katalog nochmal als DVD, als CD verkauft haben. Also war so die goldene Zeit der Plattenindustrie. Und da hatte ich das Glück, irgendwie in dieses Musikvideo so reinzurutschen. Bin tatsächlich einfach angeklopft und habe gesagt, ich möchte gerne mitmachen. Ich bin eigentlich Bühnenbildner, braucht ihr mich? Und habe dann eine Zeit lang produziert und war kreativ und habe mir Musikvideos ausgedacht und bin irgendwann einfach zur Regie gekommen, ehrlich gesagt durch die Band Rammstein, die gesagt haben, mach doch mal Regie. Und dann habe ich gesagt, ich habe noch nie Regie geführt, dann ach, mach mal. Und dann habe ich gemacht und wurde gut, und dann hat sich so eine sehr rasche, schöne Musikvideokarriere da ergeben, die mich zu tollen Künstlern geführt hat. So. Und ich wusste aber schon, dass das, also wenn man da einmal mit einer Kamera in der Hand gehabt hat und Sets gestaltet hat, dann hat man natürlich auch Lust auf Kino, weil das die große Form ist. Und gerade wenn man wie ich so ein bisschen, ich habe so einen Hang zum Epischen, sag ich mal, zum Großen, und das ist natürlich eine Leinwand, das perfekte Medium, um sich da auszuleben. Und ich wollte dann eigentlich sehr schnell immer auch zum Kino hin und habe da über ehrlich gesagt auch viel Hürden hingearbeitet. So. Also habe zum ersten mit einem Tragikomödie angefangen, eher ein Arthouse-Film, dann kam Nordwand, der sozusagen ein Bergfilm aus der Nazi-Zeit, und dann ging es so zu diversen anderen Genres so hin, aber das war auch nicht immer einfach. Das ist vielleicht interessant, weil von außen wirkt es immer so, das ist dem alles zugefallen, aber in Wirklichkeit ist es eben auch eine Menge Arbeit, und ich habe auch eine Menge Rückschläge einstecken müssen. Wenn du die auch, mein ganzer Computer ist voll mit Filmen, für die ich gearbeitet habe und die nie was geworden sind. Also das gibt's schon auch, man darf sich da nicht so schnell, es ist irgendwie ein Beruf für jemand, der nicht so schnell aufgibt, sag ich mal. Das ist wirklich bei einem Regisseur extrem schwer zu sagen, weil es gibt wirklich, wenn ich so meine ganzen Kollegen anschaue, die haben alle so unterschiedliche Kompetenzen und auch Inkompetenzen, ich auch. Jeder ist auch in einer anderen Disziplin auch stärker oder schwächer. Ich glaube, am Ende des Tages musst du als Regisseur natürlich den Film im Kopf und im Herzen tragen. Irgendwie, du hast das Glück, dass dann im besten Falle wahnsinnig viel tolle Künstler zu dir stoßen, dass du dann sagst, du hast hier einen tollen Schauspieler, einen tollen Szenenbildner, einen Kostümbildner oder Kostümerin natürlich so, einen tollen Kameramann, einen Drehbuchautor, Musiker bei unserem Fall, Choreograf, da sind eine Menge Gewerke, die da zusammenkommen. Und es macht natürlich Spaß, dass alle dann mit Leidenschaft kommen und gemeinsam aus vielen Leidenschaften eine Sache so entsteht.
Aber am Ende das Bündeln und das Kuratieren und zu sagen, so geht, so geht nicht, die Richtung ist gut, die Richtung ist schlecht, die ist natürlich deine Arbeit als Regisseur. Ich habe das Gefühl, diese das hört sich so doof an, so wie Autowerbung, aber diese Vision zu haben, zu sagen, ich stelle mir das vor, was daraus werden soll, und ich versuche alle anderen Leute in einer möglichst tollen Kommunikation dazu zu bewegen, dass diese Vision oder dieser Traum eigentlich ein gemeinsamer Traum wird von vielen, der aber dann eben auch alles bündelt und am Ende eine geschlossene Sache ist, obwohl es von so vielen Seiten kommt. Das ist, glaube ich, die Hauptarbeit als Regisseur. So. Und ich glaube, dass das vor allem anderen steht. Ich sag mal, hast du diese Leidenschaft, brennst du dafür, wirst du dir alles andere, das Handwerkliche, wirst du dir zusammensuchen. Also das ist, ich glaube, dieser Instinkt, was zu schaffen, und die Leidenschaft, die steht vor allem anderen, vor dem Umstand, ob du jetzt alle Kameralinsen kennst oder ob du die verschiedenen Kräne oder Lichter auswendig kannst. Das ist, glaube ich, am Ende wurscht. Ja, ich muss sagen, der ganze Prozess des Filmemachens ist für mich oft sehr glücksbringend. So. Das ist der ganze Dreh eigentlich. Weil für einen Regisseur ist ja der Dreh nur der kürzeste Teil der ganzen Angelegenheit. Du bereitest sehr, sehr viel länger vor und sehr, sehr viel länger nach. Das heißt, der Dreh geht oft so babs vorbei. Und ich, wenn dieser Moment, wenn man das Gefühl hat, jetzt läuft die Kamera und eine tolle Szene entsteht, das ist ja eigentlich nur die Ernte. Also alles, was die Szene dann toll macht, die tollen Schauspieler, die du irgendwie gefunden und begeistert hast oder überredet hast, der Dialogtext, der irgendwie emotional und toll zusammenfindet, das tolle Licht, die Kostüme, der Bau im Hintergrund, die Musik, all das hast du ja in den Monaten und Jahren vorher betrieben und dir ausgedacht. So. Und dieser Moment der Ernte, wo du merkst, jetzt entsteht sowas, was im besten Falle so ein Gesamtkunstwerk ist. Also die Kunst von vielen, die da zusammenfindet, diesen Moment, die macht mich sehr, sehr glücklich oft am Set.